Hi Leute, es ist wieder Zeit für den nächsten Zutatenwunsch und ja, den werde ich auch gleich mal ziehen. Ja, habe ich einen? Ja. Und zwar ist der von E.T. Sehr cooles Rezept, schmeckt sehr gut. Ja, vielen Dank, auch wenn ich nicht weiß, unter welchem Video es stand. Ich hätte hier noch ein paar Sachen rumliegen. Hättest du eine gute Idee für Räucher, Seidentofu, Pilze und Beluga-Linsen? Viele Grüße, Elias. Räucher, Seidentofu? Also ich kenne Räuchertofu und Seidentofu, aber Räucher, Seidentofu nicht. Ich weiß es nicht, vielleicht meinte er jetzt Räucher oder Seidentofu. Ja. Wie auch immer, ich werde mir auf jeden Fall was dafür ausdenken. Ja. Also für euch wieder bis gleich und für mich bis irgendwann. Tschüss. Hi Leute und willkommen zurück. Der Zutatenwunsch ist immer noch von dem Elias. Das waren Räuchertofu, Champignons und Beluga-Linsen. Und ja, ich habe ein bisschen rumexperimentiert. Und raufgekommen ist sowas wie Linsen-Maisfladen mit einer schönen Salsa. Ich habe mich jetzt übrigens für den Räuchertofu entschieden, weil ich bei mir hier einfach schwer an Seidentofu rankomme. Da müsste ich erstmal ewig fahren, bevor ich den krieg. Und ich denke mal, also ich vermute einfach mal, dass es bei den meisten von euch auch so sein wird. Und Räuchertofu kriegt man ja mittlerweile wirklich an jeder Ecke. Deswegen habe ich gedacht, ja, lieber mit Räuchertofu. Ja, die Fladen, die ich machen will, könnte man auch als glutenfreie Pfannkuchen beschreiben. Deswegen, falls ihr da noch eine Alternative zu normalen Pfannkuchenteig sucht, wäre das auf jeden Fall eine davon. Okay, los geht's. So, ich habe jetzt hier einen trockenen Mixbehälter, mit dem ich jetzt 100 Gramm Beluga-Linsen kleinschroten werde. Wenn ihr jetzt sowas zu Hause nicht habt, dann könnt ihr das auch alternativ in 400 ml Wasser über Nacht einweichen lassen und dann jetzt einfach schön fein pürieren. Das ist jetzt halt die schnellere Variante. Das werde ich jetzt fein schroten und dann mit dem Wasser verrühren. Da muss das noch ungefähr eine halbe Stunde stehen und dann kann ich schon verwenden. Muss ich halt nicht über Nacht warten. So, das Ganze jetzt so lange mahlen, bis es schön fein ist. So, das könnt ihr dann schon mal in eine Schüssel geben. Da könnt ihr dann gleich mal die 400 ml Wasser dazugeben. Und das Ganze einmal unterrühren. Und das könnt ihr jetzt erstmal ungefähr eine halbe bis eine Stunde stehen lassen, damit das so ein bisschen aufquellen kann. Und solange können wir jetzt schon mal die Salsa vorbereiten. Eine klassische Salsa ist ja eigentlich eine Tomatensoße mit Paprika und Chili. Aber in diesem Fall wandle ich es halt ein bisschen ab mit dem Räuchertofu und den Pilzen. Ihr braucht erstmal eine Zwiebel, die könnt ihr in relativ grobe Stückchen schneiden. Also ungefähr so. Dann die Pilze könnt ihr ganz einfach halbieren und in Scheiben schneiden. Das waren jetzt 200 Gramm Pilze. Und ihr braucht nochmal 200 Gramm Räuchertofu. Und den könnt ihr ganz einfach in kleine Würfel schneiden. Eure Linsen solltet ihr übrigens zwischendurch immer mal wieder umrühren. Dann braucht ihr eine hohe Pfanne oder einen Topf. Ich habe jetzt hier eine Wokpfanne mit ca. 4 Esslöffel Olivenöl oder einem anderen Öl eurer Wahl. Und sobald das Öl heiß ist, könnt ihr schon mal die Zwiebeln reingeben und die einmal kurz anschwitzen. Dann könnt ihr auch schon die Pilze reingeben, die ebenfalls ganz kurz einmal anbraten. Und kurz danach könnt ihr auch den Räuchertofu dazugeben und den ebenfalls schön anbraten. Und nach ca. einer Minute könnt ihr das Ganze dann würzen, und zwar mit einem halben bis einem Teelöffel Salz, einem Teelöffel Majoran und ein bisschen Chili-Pulver oder, wenn ihr wollt, auch frische Chili.
Und das Ganze könnt ihr jetzt eine Weile anschwitzen, bis sich ein schönes Aroma gebildet hat. So, nach ein paar Minuten könnt ihr die Hitze dann reduzieren auf fast ganz kleine Stufe. Und dann könnt ihr eine Dose oder wenn ihr frische Tomaten nehmen wollt, 400 Gramm Tomaten dazu geben. So, im Grunde ist die Salsa so jetzt schon fertig. Die kann jetzt nur noch ein bisschen vor sich hin köcheln auf kleiner Stufe. Und die ist jetzt durch die Tomaten ein bisschen säuerlich, aber bei einer Salsa mag ich das ehrlich gesagt sehr gerne. Wenn ihr das nicht so gerne mögt, dann könnt ihr jetzt mit ein bisschen Zucker oder mit einem anderen Süßungsmittel das noch so ein kleines bisschen ausgleichen. Ich mache jetzt den Deckel drauf und lasse das noch ein bisschen vor sich hin köcheln. Und dabei kann ich mich schon mal um die Fladen kümmern. So, die Linsenstückchen sollten jetzt schon so ein bisschen gequollen sein. Dann können wir das jetzt würzen. Ich habe jetzt hier noch einen halben bis einen Teelöffel Salz. Dann einen Teelöffel Kumin. Einen halben Teelöffel Kurkuma. Und ein ganz kleines bisschen Asafoetida. Das soll helfen, die Linsen ein bisschen besser zu verdauen. Und weil die Masse jetzt natürlich noch viel zu flüssig ist, gebe ich jetzt noch 170 Gramm Maismehl dazu. Deswegen auch Linsen-Maisfladen. Und dann solltet ihr so eine richtig schöne, dickflüssige Masse haben. So, dann braucht ihr eine flache, beschichtete Pfanne. Und macht euch am besten eine kleine Schale mit Oliven oder anderem Öl fertig, mit dem ihr immer eine kleine Menge in die Pfanne geben könnt. Am Anfang vielleicht ein bisschen mehr. So, und sobald es heiß ist, könnt ihr anfangen, kleine Fladen in die Pfanne zu setzen. Und denkt auch dran, wenn ihr die Fladen reingesetzt habt, vielleicht mal die Hitze auf die Hälfte zu reduzieren, damit die nicht sofort dunkel werden und noch eine Zeit haben, wirklich durchzuwerden. Ihr könnt daraus übrigens auch große Pfannkuchen machen. Allerdings ist es wirklich schwer, die großen Pfannkuchen dann zu wenden, weil sie mit dem Teig wirklich auch relativ leicht brechen. Deswegen mache ich das lieber in kleinen Fladen, weil das im Endeffekt, ja, das handhabt sich einfach leichter als mit diesen ganz großen. So, circa 5 bis 6 Minuten sollten die Fladen auch in der Pfanne sein. Und so zum Ende hin könnt ihr die Temperatur auch wieder auf die volle Stufe stellen, damit die Fladen auch noch mal so ein bisschen Farbe bekommen zum Schluss. So, und wenn sie euch braun genug sind, dann könnt ihr sie auch einfach aus der Pfanne nehmen. Die Tofu-Pilz-Salsa könnt ihr übrigens entweder darauf oder daneben machen, das ist euch überlassen. Wenn ihr sie darauf macht, müsst ihr natürlich damit rechnen, dass der Fladen sehr leicht durchweichen wird. Das heißt, ihr solltet ihn dann auf jeden Fall sofort servieren. Ich mache jetzt mal so ein bisschen an die Seite. Ja, und damit habt ihr einen Linsen-Maisfladen mit einer Tofu-Pilz-Salsa. Ja, mal kosten. Ja, also ich finde es lecker. Ja, besonders in der Kombination gefällt mir das sehr gut. Das ist ein bisschen eine Mischung aus leicht würzigem und säuerlich scharfem. Das mag ich eigentlich sehr gerne. Und die Salsa hat wirklich ein sehr starkes Raucharoma durch den Räuchertofu einfach. Und dadurch, dass wir das so lange einfach haben köcheln lassen. Also wenn ihr wirklich nicht so ein Fan von diesem Raucharoma seid, dann nehmt einfach normalen Tofu oder Seitan. Im Grunde könnt ihr aber auch das Ganze nochmal ohne extra Eiweiß machen und statt dem Tofu dann einfach wie im Original auch Paprika nehmen. Das stelle ich mir auf jeden Fall auch sehr lecker vor. Und die Fladen sind auch richtig schön knusprig und die könnt ihr auch für was anderes verwenden. Zum Beispiel als wie normale Bratlinge auch als Burgerauflage. Sind halt relativ dünn, aber ja, ich finde, das macht auch nichts. Oder halt einfach zum Picknicken. Die kann man auch super ganz einfach in eine Brotbox tun und zum Picknicken mitnehmen. Dann irgendwie noch einen Dip dazu. Perfekt.
Ja, vielen Dank an dich, Elias, für diesen tollen Zutatenwunsch. Und wenn ihr noch andere Wünsche habt, dann schreibt mir die auf jeden Fall in die Kommentare. Immer so 2 bis 3 Zutaten, die ihr gerne in einem Gericht sehen möchtet. Und dann schauen wir, was daraus wird. Das kommt dann auf jeden Fall wieder in die Losbox und wird neu gezogen. Ja, den nächsten Wunsch werde ich auch gleich fürs nächste Video wieder ziehen. Und euch wünsche ich erstmal viel Spaß beim Nachmachen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye.